war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Okay, wir stehen mal auf. Das war echt heftig, diese Visionen im Büro. Man darf sich bei diesen ganzen Quicktime-Events, das war teilweise mein Fehler, man darf sich da nicht zu sehr auf das Bild konzentrieren. Also ich wollte natürlich immer gucken, was ist da im Hintergrund. Aber das hat mir dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir sind einigermaßen heil rausgekommen und jetzt sollte doch eigentlich die Tiffany vorbeikommen. Oh, hier geht's wieder los. Alles klar, nicht zu sehr aufs Bild konzentrieren, einfach nur auf das, was angezeigt wird. Fehler gemacht. Nein, Fehler gemacht. Coole Musik im Hintergrund. Ich hoffe, das gibt keinen Strike. Ich sollte ein bisschen labern, aber ich kann gerade nicht. Wow, er haut aber mächtig zu. Wow. Irgendetwas an mir ist anders. Ich bin stärker und schneller geworden. Oh Gott, was geht hier bloß vor? Aber gut, dass wir es gemacht haben. Jetzt ist er nur noch gestresst. Naja, nur noch in Anführungsstrichen. So, wollen wir nochmal raus auf den Balkon gehen? Ist hier vielleicht noch irgendetwas? Nein. Okay. So, da müssen wir jetzt warten, bis die Tiffany kommt. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist... Gitarre spielen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, den Fernseher anzumachen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dann in den Nachrichten irgendwie was über den Unfall gezeigt wird, aber... Über den Unfall, über den Mord, meine ich. Und so können wir den Fernseher... so geht's. Wollen wir es mal machen? Ich möchte natürlich so viel wie möglich vom Spiel mitnehmen. Ich hoffe, dass... Zieht nicht zu sehr an seiner Laune. In Park sprang heute ein Mann kurzerhand ins eiskalte Wasser, um ein Kind zu retten, das ausgerutscht und hineingefallen war. Der Junge konnte wiederbelebt werden und wird bald wieder wohlauf sein. Sein heldenhafter Retter verschwand, noch bevor der Krankenwagen eintraf. Solch selbstlose Bescheidenheit sieht man nicht alle Tage. Okay. Die Untersuchungen im Mordfall im Restaurant Doc's Diner gehen weiter. Die Polizei hat heute ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlicht, das aufgrund von Zeugenaussagen erstellt werden konnte. Sollten Sie diesen Mann sehen, verständigen Sie bitte sofort die Polizei unter der hier eingeblendeten Nummer. Ach, du Jemine. Und nun zum Wetterbericht. Von Kanada zieht eine neue Schneefront zu uns herüber. Okay, er macht den Fernseher automatisch aus. Sie wissen, wie ich aussehe. Es ist also soweit. Jetzt wird die Jagd auf mich beginnen. Und das Phantombild hatte eine Ähnlichkeit von 50-75%. Gut, das hat aber seiner Stimmung jetzt hier nicht geschadet. Das ist ganz gut. Moment mal, das Fenster ist auf. Habe ich das nicht zugemacht? Doch, das habe ich ganz bestimmt zugemacht. Können wir noch irgendwas am PC machen? Hat sich da was getan? Meine Eltern, Markus und ich. Oh nein. Vor dem Unfall. Gut, leg das Bild mal schnell wieder weg. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein paar neue E-Mails oder so haben. Meine Mail, Posteingang, nichts drin. Okay, was ist so im Web los? Computerspiele fordern neue Opfer. Okay, das hatten wir. Mehr Schnee. Und das Ultimatum in Pakistan. Okay, hat sich also auch nichts getan.
Hat die Tiffany gesagt, um wie viel Uhr sie kommt? Ansonsten würde ich jetzt vielleicht versuchen, vorher noch ein bisschen zu schlafen. Auch wenn er vorhin meinte, er wird von Albträumen geplagt. Ah, sehr gut. Plus 10. Ach, da ist sie schon. Musik ist einfach so großartig, finde ich. So, ich glaube, wir brauchen nicht durchgucken, wir öffnen ihr direkt. Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht? Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Sie ist aber eine ganz hübsche, finde ich. Ja, ist sie wirklich. Setz dich. Sachen, Neuigkeiten. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Okay. Stand hier nicht auch irgendwo ein Glas rum? Ja, wahrscheinlich können wir auch ein neues und frisches aus dem Schrank nehmen. Moment mal. Na. Na, komm schon. Warum geht denn das immer weg? Na, hier war doch gerade die richtige Stelle. Ich treffe sie nicht. Ach, Manu. Ah, da ist die Flasche. Sehr gut. Na, dann bringen wir ihr das mal. Danke. Sachen, Neuigkeiten. Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber kann nicht klagen. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Okay. Hier stehen doch Kisten rum. Aber das sind sie anscheinend nicht hier hinten. Da steht auch eine Kiste mit einem T drauf. TH? Oder was ist das? TH, okay, neben dem Regal sind noch welche. Die sehen aber auch eher groß aus. Ich glaube, im Schlafzimmer war auch noch was. Genau, da hinten am PC nämlich. Dann bringen wir ihr die auch mal. Und laufen ein bisschen sinnlos rum, weil die Steuerung mich veräppeln möchte. Wie immer. So, Madame. Hier hast du deine Kisten. Bitteschön. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Oh, wir sind mal ehrlich. Ich stecke zurzeit in großen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr sagen, aber es ist sehr ernst. Kann ich irgendwas für dich tun, Lukas? Oh, sehr gut. Plus wenn dem nur so wäre, aber nein. Danke für dein Angebot. Sentimental fortgehen. Hey, du fehlst mir. Wirklich. Du mir auch. Küssen allein? Nee, ich will sie nicht küssen. Ich hab hast da irgendwie... Hast du einen neuen Freund? Oh, oh. Tut mir leid für die blöde Frage. Hätte ich sie doch mal nein, geküsst, oder? Das macht doch nichts. Nein, habe ich nicht. Und du? Nein, ich auch nicht. Ich bin über die Trennung noch nicht weg. Spielst du noch? Weißt du, das ist mir gar nicht mal in den Sinn gekommen. Spiel doch ein paar Takte für mich. Bitte, in Erinnerung an alte Tage. Okay, ja. Oh, sie hängt auch noch an ihm? Okay,
mit Verstärker? Ja, denke ich mal, ne? Wow, jetzt rockt er hier wahrscheinlich erstmal die Bude, oder? Alles klar, Konzentration. Wie gut ist das denn? Und, was sagt sie dazu? Ich gehe wieder. Nein. Soll ich sie küssen? Wir stehen jetzt erstmal auf. Die Tür ist auf. Ach du Jemine, mach erstmal das Fenster zu. Und dann schauen wir erstmal, ob es Tiffany gut geht. Können wir da irgendwas machen? Ich weiß nicht, legt er sich dann wieder hin? Nee, Lukas, das lass mal bitte. Nee. Schlafen? Nein, ich möchte nicht einfach so schlafen. Ich möchte jetzt wissen, was da draußen los ist. Tür ist auch auf. Okay. Mach die mal bitte ganz schnell zu. Nochmal Glück gehabt. Nur ein Albtraum. Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand? Alles klar, Lukas? Ja, Tiffany, alles klar. Oh Mann. So, weiter geht's. Friedhof, Sporthalle oder Sporthalle? Ich
fand es jetzt vorhin mit Lukas super interessant und ich weiß, der Sarraz hat das Spiel schon mal gespielt und ich glaube, das war die Szene, wofür er einen Strike kassiert hat. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Ich werde das Video vermutlich zweimal rendern. Einmal mit der richtigen Version und einmal zensiert. Naja, mal schauen. Carla, oder machen wir mit Tyler weiter? Na komm, wir machen mal mit Carla weiter in der Sporthalle. Könnte ganz interessant werden. Der Autopsiebericht hatte mich die ganze Nacht beschäftigt. Anstatt Fragen zu klären, hatte er nur noch neue aufgeworfen. Ließ der Mörder das Opfer absichtlich so langsam und schmerzvoll sterben? Gab es einen Zusammenhang mit dem rätselhaften Fall Kirsten? Wer hatte mir die E-Mail über Kirsten geschickt und warum? Dieses Training mit Tyler war genau, was ich brauchte, nämlich auf andere Gedanken zu kommen und mich so richtig zu verausgaben. So richtig hey, zu verausgaben? Was ist los, Carla? Stimmt was nicht? Wieso? Mir geht's prima. Okay, wärmen wir uns erstmal auf. Sag mir, wenn du fertig bist. Ja, geht klar. Okay. So, wo können wir uns denn aufwärmen? Hier mit den Hanteln? Oh, Moment. Da ist die Matte. Hier war aber gerade noch was. Oh, das Radio anmachen. Ja, klar. Wenn schon Sport, dann wenigstens mit cooler Musik. So, ich gehe mal auf die Matte. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, das geht nur bis 10. Sehr gut. Noch eine Übung und ich bin soweit. Alles klar, das geht nämlich auch ganz schön in die Finger, muss ich sagen. Was können Sie denn noch machen? Oh, hier hoch, kraxeln. Ja, das möchte ich sehen. Hoch mit dir. Komm schon, höher, Carla. Habe ich es geschafft oder nicht? Okay, oh, das reicht. Ab in den Boxring. Oh. Gegen Tyler? Na, da bin ich gespannt. Oder muss ich mich mit ihm... Ach, Quatsch, habe ich schon wieder falsch gedrückt. Oder muss ich mich mit ihm auch nochmal aufwärmen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Moment, wir machen das einfach mal. An die Hantelbank. Ja, das wird er doch wohl hinkriegen. Oh, auch bis 10. 2, 3. Oh, das dauert ganz schön lange. 5. Komm schon. 6. Huch, nein, ich habe mich verdrückt. Das war damals mit dem PS2 Gamepad, glaube ich, definitiv leichter. Das Xbox Pad, was ich jetzt am PC habe, ist ja ein bisschen größer. Und es tut echt weh in den Fingern. Komm schon. Komm schon, ich kann nicht mehr, Tyler. Einmal noch. Komm schon. Komm, 10. Na. 10. Ja, heute bin ich in Superform. Noch eine Übung und ich bin soweit. Okay, noch eine Übung und ich bin total fertig. So, was können wir denn noch machen? Ja, das hier sieht doch... Nee, Moment, das ist für die Beine, das finde ich langweilig. Wir machen das hier. Ach, das geht gar nicht. Na gut, dann eben doch die Beine. Und wieder bis 10. 1. 2. 3. Oh Mann, Anstrengung 4, pur. 5. 6. 7. Komm schon. Komm schon. 8. Komm schon. 9. 9. Und einmal noch. Na komm schon. 10. Jetzt geht's ab. Ja, jetzt geht's total ab. Die Frage ist, wechsle ich jetzt zu Carla? Ich denke schon, oder? Jetzt spreche ich ihn mal an, wenn das geht. Oder muss ich einfach in den Boxring? Jawohl. Los geht's. Oh, da ist eine Bonuskarte da hinten. Willkommen in Las Vegas beim heutigen Kampf zwischen dem schrecklichen Tyler Miles und der berüchtigten Carla Valenti.
Wag du es noch einmal, mir die Hölle heiß zu machen, weil ich angeblich zu viel rumalbere? Ich hoffe, ich kann die Bonuskarte noch mitnehmen. Jetzt wird erstmal gekämpft. Ich möchte trotzdem die Bonuskarte da hinten. Wow, nice, Carla. Auf die Plätze, los geht's. Sehr nice. Oh, einen Fehler gemacht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Super. Es irritiert auch zum Glück gar nicht, wenn Rot und Blau blinken und die beiden sich währenddessen bewegen mit den roten und blauen Helmen. Wow. Nice. Bis jetzt, Carla. Oh. Ah, gut, zum Glück darf man aber mindestens einen Fehler machen. Also vielleicht würden auch zwei klar gehen, aber ist das schon mal ganz gut zu wissen. Hihi. Hihi. 7 von 10. Sehr gut, Carla. Das war Nummer 8. Wow, Tyler. Oh, übel. Sie noch total fit. Oh, er aber auch. Wie machst du das? Ich bin in einem Shaolin-Kloster aufgewachsen und die Mönche haben mir ihre Kung-Fu-Tricks beigebracht. Ja, ganz bestimmt. Hä? In echt? Mensch, Tyler, du glaubst aber auch alles. Bei dir überrascht mich inzwischen gar nichts mehr. Noch eine Runde? Noch eine Runde? Warum? Ich hab doch jetzt... Nee, ich hab's doch jetzt gepackt. Nein, mir reicht's. Ich steige unter die Dusche und gehe wieder an die Arbeit. Genau, und wir haben die Bonuskarte jetzt leider verpasst, oder wie? Der Restaurantmord macht dir zu schaffen, was? Ja, irgendein Teil des Puzzles muss da fehlen. Zerbrech dir nicht unnötig den Kopf. Der Typ ist verrückt. Er nicht. Ja, vielleicht. Aber ich will ihn finden, bevor er nochmal zuschlägt. Keine Sorge. Ein Typ, der bei einem Mord derart viele Indizien hinterlässt, kann sich nicht ewig verstecken. Ich hoffe, du hast recht, Tyler. Weiß Gott. Oh nein, die Bonuskarte. Manu.